Herzlich willkommen beim Fußball auf ORF Sport Plus. Unser heutiges Live-Spiel in der ersten Liga heißt Grödig gegen die Admira. Bevor es in Salzburg losgeht, machen wir einen Abstecher zum wohl größten Jugendsport-Event dieses Jahres in Österreich. Das World Sports Festival 2011 unter der Schirmherrschaft der UNESCO findet heuer vom 23. bis 26. Juni in Wien und Niederösterreich bereits zum vierten Mal statt. Unterstützt wird diese Veranstaltung nicht nur von den wichtigsten Sportverbänden Österreichs, sondern auch von einer großen Anzahl prominenter Sportler und auch Ex-Sportler. Weltmeister, Europameister, Weltklasseathleten von einst, von heute und von morgen. Alle sind sich einig, das World Sports Festival ist wichtig. Wenn man jetzt wirklich Sport betreibt, das ist schon wie eine Ausbildung. Man lernt Disziplin und so weiter, man lernt sich zu messen gegenseitig. Fairplay kommt natürlich auch ins Spiel und ich glaube, da im Sport sind grundsätzlich so viele Faktoren, die wichtig sind fürs Leben und wenn man das den Kleinen mitgeben kann oder ihnen zeigen kann, dass es das gibt, ist das eine super Sache. Es geht darum, in jungen Jahren einfach andere Menschen kennenzulernen, andere Sprachen, andere Kulturen und unter Umständen auch Freundschaften zu schaffen, die ein Leben lang halten. Also ich kenne noch einige Leute von damals und bin froh, dass ich mit denen noch in Kontakt bin. Da kommen mehrere Länder zusammen, das ist schon was Interessantes. Auch dieses Olympia-Feeling, dass alle gemeinsam wohnen, dass Veranstaltungen neben den Sportveranstaltungen auch gibt, wo man gemeinsame Sachen unternehmen kann. Also das ist vielleicht etwas, was an den Sport binden kann. Wir alle, also wir, die ganzen Sportarten, haben Probleme mit dem Nachwuchs, mit der fehlenden Breite. Früher haben sich alle Menschen selbst ausgebildet in gewissen Bereichen. Heute muss man ihnen alles beibringen, das merken wir auch im Fußball. Und es wäre an der Zeit, auch in diesen Bereichen etwas mehr zu tun, den Kinder- und Jugendsport mehr zu fördern, damit die Leute erstens gesünder werden und zweitens, wenn sie im Sport zur Spitze wollen, brauchen sie das auch. Und genau das ist das Ziel dieser Veranstaltung. In 11 Sportarten messen sich Jugendliche aus aller Welt in den verschiedensten Altersklassen. Neben Klassikern wie Fußball, Schwimmen, Tischtennis oder Volleyball werden aber auch bei uns eher seltene Sportarten wie Baseball oder Bowling durchgeführt. Wir wollen diese Randsportarten, die eben nicht die Chance haben. Fußballturniere gibt es wie Sand am Meer, aber gerade Bowling, gerade Baseball, auch American Football. Es gibt wenig große internationale Turniere, wo sich der österreichische Breitensport messen kann. Und aus dem Grund nehmen wir diese Randsportarten auch gerne mit. 10.500 Teilnehmer aus 30 Nationen. Die Bilanz der letzten 3 Jahre. Auch heuer werden wieder rund 3.000 Jugendliche erwartet. Vorwiegend solche, die noch nicht so weit sind wie Österreichs momentan bester Tennis-Nachwuchsspieler Dominik Thiem. Der 16-Jährige hat seine hohen Ziele bereits klar definiert. Also hat ja letztes Jahr die Olympischen Jugendspiele gegeben, da hätte ich eigentlich hinfahren sollen, aber das ist dann nichts geworden. Ja. Wegen einem Verband hat es irgendwas gegeben, aber auf jeden Fall ist das ein großes Ziel, vielleicht sogar schon 2012. Und dass das dann eben, dass man sich mit anderen Sportlern halt auch identifizieren kann und so. Dein Ziel, das ist klar definiert, oder? Ja, das ist Nummer 1 der Welt werden oder ein Grand Slam-Titel, also irgendwas ganz Großes schaffen. Kommt das Ziel jetzt wirklich bewusst definitiv von dir oder ist es auch vom Umfeld dir immer gesagt oder seit wann verfolgst du das? Nein, also eigentlich ist es von mir. Also es wird natürlich vom Umfeld auch gesagt, natürlich, aber das ist eh klar. Aber hauptsächlich kommt es von mir persönlich. Der olympische Gedanke, dabei sein, steht beim World Sports Festival im Vordergrund. Der olympische Wettkampf findet im Jänner 2012 statt, bei den Olympischen Winterjugendspielen in Innsbruck und Seefeld. Wir erwarten 1058 Athleten aus über 70 Ländern und die Veranstaltung ist von der Sportdimension her größer als wie die Olympischen Spiele 1976. Und Sport historisch gesehen ist es natürlich großartig für Innsbruck und Seefeld, weil wir sind die einzige Stadt, wo zum dritten Mal das olympische Feuer entzündet wird, weltweit. Beim World Sports Festival soll das Feuer der Begeisterung spürbar sein, auch mit Hilfe der österreichischen Sportverbände.
weil es der BSO als Dach des Sports mit allen Verbänden natürlich auch ein Anliegen ist, den Jugendsport zu fördern. Das ist ganz klar, weil ohne Breite keine Spitze, das bedeutet, nur der Nachwuchs, nur der Jugendsport kann dafür sorgen, dass auch in Zukunft Österreich mit Spitzensportlern vertreten ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich auch gesundheitspolitisch. Man darf nicht außer Acht lassen, dass Bewegung, Kinder zur Bewegung zu bringen, einfach eine Prämisse sein muss, um gesundheitspolitisch auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Ein weiterer Eckpfeiler, der gesunde Sport, weg von Doping. Die Aufklärung der NADA soll helfen, Jugendlichen und Eltern den richtigen Weg zu zeigen. Ja, die NADA ist natürlich immer interessiert an Prävention, Aufklärung, Informations-, Öffentlichkeitsarbeit. Und wir versuchen möglichst junge Athleten schon zu erreichen und sie eben aufzuklären, informieren, Bewusstsein zu bilden, dass sie bei Doping- und Medikamentenmissbrauch vorsichtig sein müssen und in welchem Bereich wir aktiv sind und die Sportler aufklären. Wann fängt Doping unter, also jetzt mal Doping unter Anführungszeichen bei jugendlichen Kindern an? Doping unter Anführungszeichen ist das richtige Stichwort. Also wenn man in Richtung Medikamentenmissbrauch geht, dann beginnt es eigentlich schon für kleine Fitmacher für die Schule. Also einfach, man braucht externe Mittel, dass man dann besser in der Schule funktionieren kann. Ja. Und wenn man diesen Gedanken weiterspringt, dann geht das auch über sämtliche Lifestyle-Medikamente, die man zu sich nimmt, über Erkältungsmittel, die man halt nimmt. Sauber und gesund. Es muss nicht immer im Spitzensport enden. Doch ein Blick in viele Schulklassen beweist, Bewegung kann es nicht genug geben. Es wird immer mehr vernachlässigt und es ist auch, weil halt beide Elternteile arbeiten müssen, dass sie dann weniger Zeit haben, dass sie Kinder irgendwo hinbringen, zu irgendwelchen Vereinen und so. Aber es ist sehr wichtig halt auch für Österreich und überhaupt für die Gesellschaft, dass sie viel Sport machen, weil es ist einfach gesund und man muss es ja nicht übertreiben oder Leistungssport machen, aber einfach zumindest ein bisschen Sport betreiben. Der angebotene Breitensport in Wettkampfform für die Jugend, heute wichtiger denn je. Rein gefühlsmäßig ist es heute wichtiger als damals, weil damals hat es noch nicht so viele andere Sachen gegeben. Es war ja bei mir auch so, meine Eltern wollten nicht, dass ich so viel zu Hause hocke und haben mich einfach zum Sport geschickt, egal zu welchen. Ne? Und ich glaube, heute ist das noch extremer, eben durch die Computerwelt. Und wenn die Leute sehen oder die Kinder sehen, dass es andere Sachen auch gibt. Und Sport ist ja was ganz was Schönes. Also es macht Spaß, es bringt die Leute zusammen. Dann kann man der Veranstaltung nur gratulieren. Wir haben es mehrmals gehört heute, ohne Breite keine Spitze. Dafür ist diese Veranstaltung natürlich prädestiniert, hier aus dieser Breite, die hier vorhanden ist, wirklich die Spitze herauszubilden. Aber diese Veranstaltung, glaube ich, hat was ganz anderes im Fokus, nämlich das Völkerverbindende, weil es sind ja mehr als 30 Nationen hier am Start mit fast allen Kontinenten, die hier mit dabei sind. Es geht nicht um die Spitzenleistung, sondern das Verbindende. Und das ist das Tolle an der Geschichte. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Veranstaltung hier ablaufen wird. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Und man soll es sich nicht entgehen lassen. Egal, ob der Weg Richtung Spitzen- oder Breitensport geht, wichtig in allen Bereichen die Vorbildwirkung der Eltern. Ja, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, das ist eine irrsinnig schwierige Sache. Ich lasse ihn sicher viel bewegen, das ist auch jetzt schon klar. Also wir gehen viel auf Spielplätze und er rennt sehr viel herum. Und klar möchte ich, dass er irgendeinen Sport betreibt, rein aus gesundheitlichen Gründen, aus sozialen Gründen auch. Und wenn ich jetzt sehe, dass er irgendwas besonders gerne macht und talentiert hat, natürlich würde ich es fordern, aber nur dann, wenn er wirklich einen Spaß daran hat. Aber nur fördern und nicht fordern. Wie heißt er überhaupt? Maximilian, viel Spaß beim Sporteln. Bei solchen geistreichen Fragen kann schon passieren, dass die Antwort manchmal ausbleibt. Fürs Reden sind bei der Präsentation des World Sports Festival die Großen da. Eine Veranstaltung, die im vierten Jahr ihres Bestehens mit ihren Partnern weiter wachsen will. Also mein Traum wäre es, dass wir das gesamte Event einmal auf eine Woche aufbauend sind, dass wir die Unterstützung des Olympischen Komitees haben für den Breitensport und dass wir einfach in Österreich ein Event platzieren, das seinesgleichen sucht. Ich denke, dass die Zusammenarbeit sowohl mit den Fachverbänden als auch mit den, wie Sie gerade angesprochen haben, mit den drei Dachverbänden wirklich ausgezeichnet läuft. Bei Initiativen, man sieht auch hier bei dieser Initiative, es sind wieder alle dabei, es helfen alle zusammen, es wird an einem Strang gezogen und ich denke, auch nur so kann die Zukunft des Sports aussehen. Die Zukunft unserer Kinder liegt in der Bewegung für unsere Kinder. Die Zukunft beginnt bereits jetzt.